Fliegen. Kann ich es einfach googeln? Fliegenpilzinfusion. Fliegenpilzinfusion. Alkohol. Und 3 Fliegenpilze. Krieg ich die Quest auch wieder nicht fair. Oh. An der Alkoholdestille. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Mist. Okay. Ich will hier rumgucken mal. Wir schauen mal den Haufen da unten an. Der schaut sehr vielversprechend aus. Irgendwas muss hier sein. Oder soll hier sein. In dem können wir nicht interagieren. Aber ich sehe hier unten Fliegenpilze. Nehme ich mit. Brauchen E3. Hopp. Das waren... 2. Ich denke, das ist ein Fliegenpilz. Weil der heißt Roderpilz. Seht ihr das, was ich meine? Hier muss doch irgendwo was sein. Also ich habe noch sehr einen starken Verdacht, dass hier irgendwas hier oben ist. Oder ist das einfach nur der Hinweis hierauf? Die Tage sind da drauf abgebildet. Marmorpodest. Den Baum kann ich fällen. Sonst ist hier nichts. Das haben wir alles schon zu Genüge abgeschaut. Oder angeschaut. Hier, das Haus, glaube ich, war das von ihm. Ich hab die Leiche von seinem Kind geklaut. Oder seiner Frau. Ich denke, weil es ist komplett abgebrannt, sagt er. Beim großen Knall. Würde ich jetzt einfach mal 1 und 1 zusammenrechnen, dass das hier wäre. Holen da oben noch den roten Pilz hier, den wollte ich haben. Upp. Lass mich in Ruhe, blöden Nervensäge. Und Alkohol. Wie stelle ich Alkohol her? Das ist jetzt das nächste. Alkohol. Ja. Use in Inventory. Alkohol zu Schnaps. Wie stelle ich Alkohol her? Alkohol. Kann ich nicht anklicken. Alkohol wird durch die Benutzung einer Flasche Schnaps gewonnen. Ja, ich brauche die Flasche. Ich brauche die Flasche Schnaps. Bombspray und... An der Alkoholdestille einfach nur. Da brauche ich vergorenen Apfelsaft. Oder Rotwein. Rotwein habe ich. Ich schätze, die Destille kann ich im Keller herstellen. Hier. Gärfass, ja gut, das brauche ich nicht. Alkoholdestille. 20 Steine? 5 20 Steine, okay, komplex und Stein und alles, okay. Stein war hier. 20.
Die packen wir mal zurück. Ein paar Bretterchen. Weiß nicht wie viele, wir nehmen einfach ein paar mehr mit. Und ein paar Komplexe. Ich habe noch irgendwas anderes mitgenommen, ist egal. Wir sind ja eh kurz vor den Kisten. Bauen mal das schnell. Alkohol. Ja, einfach mal hierher. Bauen die mal auf. Wir brauchen hier natürlich Brennstoff. Brennstoff, keine Ahnung, Kohle. Würde ich mal sagen, nehmen wir mal mit. Ansonsten wüsste ich gerade keinen Brennstoff. Den Schleifstein habe ich mitgenommen. Das Schwert packen wir auch mal da rein. Ich brauche gleich mal was zum Trinken. Denn leider fängt gerade wieder etwas ein bisschen das Aufgeben an. Ja, wo habe ich denn meine Kohle? Da habe ich Kohle. Keine Ahnung. Nehmen wir mal 30 mit. 30. Zack. Sollte reichen, denke ich. Der macht gerade keinen Wein mehr. Das müssen wir dem gleich mal ändern. Zack. Ich brauche eigentlich genau einen Schnaps. Aber ich würde trotzdem mal gern drei machen. Und du, mein Freund? Ach du Scheiße. Mach's mal Goldrotwein. Und danach Silberrotwein. Ach du Scheiße, ist das schön. Und. Nee, Fliegenpilzinfusion? Ist ja nicht zu schreiben. Ist er bereit, dir zu helfen? Einfach. Durch eine besondere Quelle. Verrät dir das Rezept für die Fliegenpilzinfusion, welches er an der Universität gelernt hat. Also habe ich das Rezept schon, oder? Okay. Das dauert jetzt. Ich würde sagen, wir meditieren einfach bis Schlange. Und er braucht auch einen Tag, um dieses Gedicht zu, dieses Liebeslied zu schreiben. Wir meditieren jetzt bis Schlange und machen eine kurze Pause, damit ich mir meiner Stimme was zum Trinken gönnen kann. Ein Käffchen. Wäre mir da ganz lieb. Und ja. Schlange ist gleich da. Und da ist sie gleich da. Und da ist sie gleich da. Und da ist sie gleich da. Ja, die müsste eigentlich jetzt nachts kommen. Dann können wir an der Alkoholstille bei Verzehr. Ich richtig viel Energie kriegst du da, aber du nimmst Schaden. Ja, gut. Ist halt Fliegenpilz. So, jetzt haben wir das hier: Infusion. Genau, ein Alkohol hätte ich gebraucht. Bupp. Ja, dann kann ich. Was macht man mit dem restlichen Alkohol? Zerstören. Genauso wie mit den restlichen Fliegenpilz. Okay, wir laufen doch nochmal schnell auf. Und geben das Schwert ab. Oder? Nein. Machen wir? Machen wir nicht? Hier ist Schlange. Wir machen kurze Pause. Ganz einfach. Ganz kurz. Hi, du. Ich hab das Schwert. Das ist ein schickes Schwert. Danke. Und dein Timing ist perfekt. War nur Spaß. Ich folge dir schon eine Weile. Und ja, mir ist bewusst, dass du das Schwert hast. Das ist mein Gefolge. Sie haben sich hier versammelt. Ganz schön unheimlich hier. Ich bin sicher, das war eine gute... Mist. Du musst dich mit diesem Schwert töten und dann kehrst du von den Toten zurück. Wow, wie Schlange. Muss so mächtig sein, wir sollten ihn anbeten. Bla bla bla. Das ist gar nicht in Ordnung, Buh.
über Leben und den Tod. Es sind nur leere Worte. Folgt mir. Werdet unsterblich. Alter, 500 Schaden. Ja gut, wir sterben nicht. Du bist tot. Schlange hat uns jetzt echt oft gekillt. Ich muss zur Schlange zurückkehren. Ja, ich mach dich platt. Dich mach ich platt. Ich hab auch mein Schwert. Guck mal. Fliegenpilz ins Eintrag. Ich werde dich töten, Schlange. Du hast mich getötet. Du hast mich schon wieder getötet. Was, hä? Hä? So viel Stress oder was, Alter? Wegen haben die euch belogen, aber ich werde euch nie belügen. Nach dem dunklen Räuber werden wir sie alle unterwerfen. Da ist er. Er ist am Leben. Er ist unsterblich. Seht her. Mein erster Gefolgsmann. Jetzt geht nach Hause und erwartet meine Befehle. Wie das Alte sein? Heilschlange. Ich bin beeindruckt von dieser Sterbensszene. Ich war so dramatisch. Sind wir hier fertig? Klar, ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Aber ich bin ein Mann. Ich bin dein Mann, Mann. Hilf der Schlange bei... Und jetzt? Ja, hab ich doch. Lass mich raten, ich muss warten, bis du zum nächsten Mal da bist. Und er hat sie verarscht. Nur mal so. Ich muss warten, bis du am nächsten einer Woche wieder da bist. Hundertprozentig, weil bei dem jetzigen, wenn ich dem die Fliegenpilz-Extrakt gebe, muss ich auch einen Tag warten, bis er wieder da ist. Bis der geschrieben ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich was suchen soll noch. Wir wissen jetzt eigentlich alles, wer was hat. Wir haben nur noch Quest zu erledigen. Scheiße, meine Stimme gibt gerade nach. Und ich muss diesen. Ja, Entschuldigung. Ach. Der war hoch, der Nieser für mich sonst. Was mache ich so hart? Ich habe eine Katze dabei erschreckt, glaube ich. Die hat einen Herzinfarkt und die guckt mich vollkommen entsetzt an. Hier ist die Infusion. Eine Silbergeschichte. Okay. Boah. Okay, das perfekte Liebeslied. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich die Kette herbekomme. Wir haben als Quest auch nur noch... Hilft den Astrologen dabei, Vergebung für so Anmut zu verlangen? Wir gehen zum Astrologen. Hilft Schlange bei seinem Ritual und besorge das beste Liebeslied aller Zeiten. Wir gehen... zu Frau Anmut. Zum Astrologen und erzählen ihm über das Juwel. Ist das ein Plan? Und ich müsste gleich mal schnäuzen. Und ja, nicht über die Kette. Vielleicht hat er sie. Wir probieren es einfach aus. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Vor allem, weil halt immer lange, lange warten dazwischen ist. Ich bin gleich wieder. Ich muss nur mal kurz schneuzen. So, fertig geschnauzt. Während mich meine Katze wieder voll ins Sitz anschaut, was für komische Geräusche ich von mir gebe.
müssen noch einen Tag warten, weil so kommen wir gerade nicht voran. Ich hätte jetzt auch keine Idee, wie ich den Inquisitor weiterbekomme. Aber ich will den Inquisitor, ich will ganz zum Schluss, bis auf solche Crafting-Rezepte, will ich eigentlich nicht aus dem Wiki haben, viel selbst rausfinden. Manche Sachen wirklich wie die Crafting-Rezepte, die mache ich im Wiki, weil das würde sonst zu lange dauern, um das alles rauszufinden jedes Mal. Vor allem jetzt hier, wenn ich sage, hey, das ist erst Let's Play, ja, dauert dann schon mega lange. Wenn ich da jetzt ewig viel miteinander kombinieren müsste jedes Mal, um rauszufinden, was rauskommt. Wir haben ja schon ein paar Mal missgebaut, unten. In Sachen Alchemie. Ich kann aber selbst auch noch nicht, oder ich kann nicht mehr in die Stadt. Bin vom Blitz getroffen worden, ich habe keinen Passierschein mehr. Und ich denke, wenn ich jetzt einfach so nochmal einen Passierschein haben würde und wieder runterlaufen würde in die Stadt, würde ich wieder vom Blitz getroffen werden. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es mal mit dem in die Stadt kommen. Vielleicht kann er uns auch nochmal Tipps geben wegen dem Zeug. Wie er so unten seine Presse versteckt hat. In den Bäumen. Ansonsten bin ich ein bisschen überfordert. Muss ich dann doch irgendwann mal ein bisschen noch in dem Wiki nachgucken. Was ich hier eigentlich nicht möchte. Er gibt uns nichts. Er sagt uns nichts mehr. Das ist blöd. Ist wirklich doof. Ich kann mit ihm auch nicht über Frau Anmut oder sonst irgendwen reden. Ja, was mache ich denn dann? Wir gehen einmal zu dem Geschichtsschreiber. Dann ist morgen unsere Messe. Dann einmal Story Anmut. Wir skippen halt sehr viele Tage gerade weg einfach. Oder wir skippen viele Tage. Wir haben zwei von diesen Teilen schon. Ich guck mal, ob ich Silber Burger kaufen kann. Hoffentlich in der Taverne. Weil silberne Bier kriege ich her. Ansonsten kaufe ich beides. Ich muss eh in die Taverne. Er hat die Story. Ernsthaft? Du hast die Story noch nicht? Okay. Handeln. Du hast halt keine Burger. Du hast aber 10 Silber Bier. Ich kaufe mal 10 Bier zurück. Zehn silberne Bier. Ich würde auch einfach mal... Ja, Brot. Nee, Brot backe ich. So 10 silberne Bier. Für wirklich da oben mal das einmal befüllen. Dann brauche ich noch Zwiebeln. Und Fleisch. Brauche ich wieder Leichen. Ich wollte eigentlich keine Leichen mehr haben. Ich wollte es soweit mal abgeschlossen haben mit den Leichen. Ich hoffe, du hast Zwiebeln. Ja, hast du. Keine Ahnung, gib mir mal alle. Schmeiß einfach mal alle Zwiebeln her, die du hast. Dass wir einfach genug haben. Danke.
Brot ist kein Problem. Boah, so viel braucht man nicht. Ich würde einfach mal sagen 50, hey. 50 reichen. 50 sollten reichen. Brot ist nicht das Problem. Das silberne Bier haben wir 10 Stück. Und lass uns mal gucken. Wir brauchen für den Burger, der irgendwo aus einem Fleisch kriege ich roher Aufschnitt. Lass mich mal kurz gucken, wo kann ich denn roher Aufschnitt? Ein Fleisch. Und hier gebratenes Fleisch, roher Aufschnitt, 2 Stück. Das heißt, wie viel brauche ich für einen Burger, den ich gerade nicht finde? Oh, Pfannkuchen, cool. Wo ist denn der Burger? Alter, warum können wir mittlerweile so viele machen? Lasagne, cool. Was brauche ich für die Lasagne eigentlich? Teig, cool. Ich könnte Lasagnen machen, wie bis zum Abwinken. Wo ist denn der Burger? Ach, den konnten wir da machen. Den hat man da gemacht. Ruhige Hand. Auf einen Fehler. Okay. Vier Fleisch. Das heißt, ich brauche 2 Leichen. Ich brauche 3 Leichen. Das wären 20 Karotten. Dann habe ich genug Fleisch auf jeden Fall. Ich habe viele Karotten. Ich müsste auch mal ernsthaft verkaufen gehen. Ich könnte auch Lasagnen machen. Ich weiß halt nicht, ob ich die verkaufen kann. Tendenziell eher nein. Zack. 20 Karotten. Dann machen wir mal Teig und Brot. Für die Burger und allem drum und dran. Dafür brauche ich aber auch Wasser. 50 Wasser. Sollte mal reichen. Ich glaube, in der Kiste ist vor lauter Bratäpfeln auch kein Platz mehr. Dann lass uns mal Mehl herstellen. Vielleicht machen wir echt Lasagnen mal. Wäre cool. Dann hätte ich eine Verwendung für die Linsen. Ja, lass uns mal das einfach mal hier ein bisschen gib ihn machen. Zack. Und dann Teig daraus herstellen. Sollten wir mal genug haben. Weil die Linsen snacke ich halt momentan einfach so rein. Das bringt mir halt nichts. So, Teig. Ich habe 82 Wasser da. Wo geht's zuerst? Geht relativ gut auf. Heute wäre wieder Gottesdienst. Okay, also hier brauchen wir gerade sehr viel. Wie viel Teig haben wir denn jetzt? Das ist doch mega viel Teig jetzt. 100. Und wir haben viel Teig. Ich brauche gar nicht so viel Teig. Ich brauche nicht mal ansatzweise so viel Teig. Wir müssen Nein. Für die Lasagne brauchen wir normalen Ding, oder? Hier hat man die Lasagne gemacht. Wo war sie denn? Gebratener Kürbis, cool.
Das ist dann ja genau normalen Teig. Und dann weißt du, dann mache ich mal Brot mal 30 Brote. Wir halten schnell unseren Gottesdienst. Und meditieren und machen Frau Anmut. Nee, machen erst. Ja, heute kommt keine Leiche. Meditieren und machen Frau Anmut. Ich hoffe, wir kriegen hier wieder ein bisschen mehr Geld raus als die letzten paar Mal, weil die waren schon echt schwach. Und es war schon echt schwach, was wir hier rausbekommen haben. Sehr viel Glauben halt wieder. Den wir überhaupt nicht mehr brauchen. Überhaupt gar nicht mehr brauchen wir den Glauben. Oder zumindest aktuell für nichts, das ich wüsste. Zumindest nicht in solchen krassen Mengen. Aber die schmeißen noch richtig rein. Ich glaube, Glauben ist auch unendlich stackbar. 29 Silber nur. Ich bin echt enttäuscht. 29 Silber ist halt nichts mehr mittlerweile. So, wir meditieren bis zur Frau Anmut. Dann sollte auch unser Brot fertig sein. Und dann können wir vielleicht mal Kohl mitnehmen. Und dann aus dem restlichen Teig und allem drum und dran Ding herstellen. Lasagnen. Warum denn nicht? Bringen Energie. Keine Ahnung, in irgendeine Kiste packen wir es halt. Werden schon eine Kiste finden. Ja. Katze. So, Frau Anmut ist schon da. Wir reden auch gleich mit dem unten. Weil der hat ja immer noch unsere Love Story. Hoffe ich zumindest. Der hat sie uns noch nicht gegeben. Und wir haben sie auch nicht. Wir brauchen 4 Leichen für Fleisch. Und Platz in unserem Inventar. Das wäre halt auch echt wichtig mal. Ich nehme das Fleisch einfach raus und zünde an. Ohne lange zu fackeln. Machen wir das so. Dann würde ich die Burger mal gerne da oben platzieren. Ob es vielleicht daran liegt, dass wir hier die... Der will mit mir reden, aber der hat nichts.